Shalom, der Friede Gottes sei mit euch allen. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Osterruf begrüße ich Sie zum Gottesdienst am Ostersonntag. Dieses Jahr feiern wir Ostern ganz anders als sonst. Kein großer Gottesdienst, ein kleiner Videoimpuls, ein Ostergruß, nicht gemeinsam in der Kirche, nicht mit vielstimmigem Gesang, aber gemeinsam, irgendwie. Denn es ist Ostern. Christus ist erstanden. Halleluja. Worten aus Psalm 118. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und nun die Lesung aus Markus, Kapitel 16, Jesu Auferstehung. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt von uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagte niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Halleluja! Was ist eigentlich Ostern? Ostern ist Gottesdienst und Halleluja und eine neue Kerze. Gesang in der Nacht und bei Sonnenaufgang. Ostern ist Osterbrunch und Eiersuche, Familienfest und Schokohase. Ostern ist Auferstehung. Und Leben und Jubel wahrhaftig. Ostern ist gemeinsam Brot brechen und den Osterkranz anschneiden. Ostern ist die Liturgie wieder vollständig mit so viel Halleluja wie möglich. Ostern ist Gemeinschaft und Hören und Singen und Feiern. Ostern ist das leere Grab und Zittern und Entsetzen, weil das ja nicht sein kann. Ostern ist Weitererzählen, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und wann? Wann ist eigentlich Ostern? Ostern ist im Frühling, am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond ungefähr. 40 Tage nach Aschermittwoch und 50 Tage vor Pfingsten ungefähr.
irgendwo dazwischen und ein bisschen an jedem Sonntag, irgendwie. Ostern ist am dritten Tag, am Morgen, ganz früh. Was ist Ostern? All das und noch mehr eigentlich. Und in diesem Jahr, heute Morgen, was ist eigentlich Ostern heute? Wann ist eigentlich Ostern? Heute? Ostern ist Auferstehung und Leben. Ostern ist ein weggerollter Stein und weniger Steine auf dem Herzen. Ostern fällt nicht aus und irgendwie doch. Ostern ist Gemeinschaft auf Abstand. Ostern ist Halleluja, jeder für sich und doch zusammen. Ostern ist Glockengeläut in der ganzen Stadt. Und Christ ist erstanden vom Balkon. Ostern ist einsam. Ostern ist zusammen in Distanz. Ostern ist ein leeres Grab. Ostern ist ein Versuch in diesem Jahr. Aber Ostern ist. Ostern ist heute. Aber Ostern ist auch, wenn wir uns wiedersehen. Wenn wir uns wieder zum Gottesdienst treffen. Wenn wir wieder gemeinsam singen, gleichzeitig im selben Raum. Wenn wir uns umarmen und die Hände reichen können. Dann ist Ostern. Dann wird Ostern ein Fest der Auferstehung und des Lebens sein. Wann auch immer. Es ist gewiss, Ostern wird, Ostern bleibt, Ostern kommt, Ostern ist. Denn er ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Unser Gott, wir klagen über das Leid, das das Coronavirus in allen Teilen dieser Erde verbreitet. Wir denken an Menschen, die schwer erkrankt sind. Wir denken an Menschen, die gestorben sind. Wir denken an die, die Angst haben vor dem, was kommt. Wir bringen unsere Klagen vor dich. So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und Krankenhäusern tätig sind. Für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung und die Pflege verantwortlich sind. Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen. Wir bitten für alle, die unter den Folgen der Quarantäne leiden. Wir bitten für alle, die in Lebensmittelgeschäften und an vielen Stellen unsere Versorgung aufrechterhalten. Wir bitten dich für die Menschen, die in Flüchtlingslagern ausharren und nicht wissen, was werden wird. Trotz aller Gefahr, gib uns das Vertrauen, dass du uns niemals loslässt. Lass uns Botinnen und Boten deiner Hoffnung und Liebe werden. Lass Ostern werden. Eile, guter Gott, uns zu helfen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So seid behütet unter Gottes Segen. Stärkt die müden Hände.
macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.